Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht in dem neunten Video der Playlist Natürliche Zahlen. In diesem Video schauen wir uns Aufgaben zur Primfaktorzerlegung an. Im letzten Video haben wir euch gezeigt, was eine Primfaktorzerlegung ist. Im Video davor haben wir euch die Primzahlen gezeigt. Und jetzt wenden wir den ganzen Spaß an, indem wir Aufgaben dazu rechnen. Ihr seht, wir haben hier drei Aufgaben. Wir haben euch die wichtigsten Primzahlen hier unten noch hingeschrieben. Ihr sollt zu diesen drei Aufgaben eine Primfaktorzerlegung durchführen. Wir geben euch ein bisschen Zeit, um das selber zu pausieren. Ansonsten rechnen wir das ja gleich vor. Probiert das mal und pausiert. Bei der Primfaktorzerlegung fangen wir immer mit der kleinsten Primzahl an. Das ist die 2. Jetzt können wir aufschreiben, 2 mal was ist 42? Das ist halt die 21. Die können wir uns jetzt merken. Die haben wir hier oben so hingeschrieben. Muss man nicht mehr hinschreiben, kann man aber, damit man sich halt, damit man weiß, was noch übrig bleibt. Und jetzt die 21 kann ich jetzt wieder unterteilen in andere Zahlen, andere Primzahlen. Das ist nämlich nichts anderes wie 3 mal 7. Weil 3 mal 7 ist 21 und am Ende ist halt 2 mal 3 mal 7 alles Primzahlen oder Primfaktoren und das sind 42. Und somit habe ich die Primfaktorzerlegung bei der Zahl 42 gut und richtig durchgeführt. Das nächste Beispiel, eine lange Zahl, 228. Wir fangen wie immer mit der kleinsten Primzahl an, das ist die 2. Falls die 2 nicht hinhauen würde, würdet ihr einfach die 3 nehmen. Aber in diesem Fall geht das sogar mit der 2, denn wir wissen, müssen wir ein bisschen überlegen, 2 mal 114 ist 228. Musste man, wie gesagt, ein bisschen überlegen. Gut, aber die 114 müssen oder können wir nochmal weiter aufteilen. Das ist ja nämlich nichts anderes wie 2 mal, müssen wir wieder ein bisschen überlegen, 57. 2 mal 57 ist 114. Jetzt wird es ein Tick einfacher, aber immer noch anspruchsvoll. Die 57 müssen wir weiterhin aufteilen. Jetzt müssen wir ein bisschen probieren. Mit der 2 kommen wir nicht weiter, weil wir die 57 nicht durch 2 rechnen können. Wir müssen jetzt die 3 nehmen. 3 mal was ist 57? Bisschen überlegen, das ist 19. 3 mal 19 ist 57. Gut, und die 19 ist schon eine Primzahl. Das heißt, die 19 können wir jetzt hier hinschreiben. Das heißt, wenn wir diese Zahlen hier alle miteinander multiplizieren, kommt 228 raus. Ihr habt gesehen, wir gehen so lange mit der 2 vor, bis wir nicht mehr mit der 2 vorankommen. Dann gehen wir weiter zur nächsten Primzahl. Das waren die 3. Das Gute ist, man kann immer ganz gut sehen, ob ihr richtig liegt oder nicht. Es müssen immer Primzahlen, die am Ende stehen. Das tut es ja. Und ihr könnt dann am Ende immer die Probe machen. Also die Zahlen dann zusammenrechnen und gucken, ob das Ergebnis wirklich stimmt. Genau, bei der letzten Aufgabe ist nicht so schwierig, aber wir wollten sie trotzdem euch einmal zeigen. Die 17 ist halt nur die 17, da kommt keine andere Zahl hin. Da kommt auch nicht 17 mal 1 hin, das machen auch einige falsch. Die 1 ist keine Primzahl und wie gesagt, so eine Aufgabe ist aber auch manchmal beliebt in der Arbeit und damit ihr da keine Fehler macht, schreibt ihr bitte einfach die Primzahl wieder so auf und macht dann alles richtig. Die häufigsten Fehler sind, dass man sich die Primzahl nicht aufschreibt. Nehmt euch kurz die Zeit, schreibt euch die ersten paar Primzahlen, die ihr im Kopf habt, am besten bis 19 gleich mal auf. Dann habt ihr eine gute Übersicht. Dann wisst ihr, okay, wenn die 2 nicht hinhaut, gehe ich gleich weiter zu 3, dann kann ich gleich weiter zu 5 gehen und so weiter und so fort. Da habt ihr auf jeden Fall einen guten Überblick. Im nächsten Video schauen wir uns den kleinsten gemeinsamen Vielfachen an, oder auch KGV genannt. Wir zeigen euch alles, was ihr dazu wissen müsst. Also bis gleich. Ciao. Ciao.